Erfolg ist ein Prozess und kein Ereignis. Ja Leute, in diesem Video geht es darum, was Erfolg ist und was er nicht ist und wie ihr eben oder wie du eben erfolgreich wirst, ja, und wie du es eben nicht wirst. Davor ein kurzes Update. Ich befinde mich gerade in San Diego, in den Staaten. Man sieht es hinter mir, ja, Palmen, Sonne. Man kann wirklich im T-Shirt rumlaufen, obwohl es in Deutschland ja, bitterkalt ist, ja, Februar aktuell. Und das ist eben auch das Schöne an unserem Business, an unserem Internetunternehmer-Business, dass wir eben die Möglichkeit haben zu reisen und so weiter. Und jetzt könnte der ein oder andere ja sagen, hey Chris, aber das ist eben der Grund, oder anders gesagt, der Grund, warum du erfolgreich bist, ist, weil du Glück hast. Ja? Und ich sage, nein, das ist nicht der Grund. Und der Grund, warum du das denkst, ist, weil du in den Zeitungen nur dann davon liest, wenn eine Person erfolgreich ist, liest nur dann davon, wenn eine Person das Ereignis erreicht hat. Ja? Was ist das Ereignis? Wenn du erfolgreich werden willst, dann durchläufst du einen Prozess. Und diesen Prozess durchläufst du extrem lange. Und irgendwann, wenn du diesen Prozess lang genug durchlaufen bist, erreichst du das Ziel. Und das Ziel ist das Ereignis. Und wenn eine Person erfolgreich wird, dann liest du in den Medien nur beispielsweise 21-jähriger Startup, 21-jähriger junger Mann verkauft sein Technologieunternehmen in Silicon Valley für 50 Millionen US-Dollar an Apple beispielsweise. Ja? Und das ist das Ereignis. Das ist der Prozess, der durchlaufen wurde, jeden Tag, um dieses Ereignis zu erreichen. Weil die Zeitung würde niemals schreiben, 20-Jähriger oder 19-Jähriger versucht, Technologieunternehmen aufzubauen, das er später einmal teuer verkaufen kann. Oder um das und das zu erreichen, um diesen und diesen Wert zu schaffen oder was auch immer. Ja? Das schreibt die Zeitung nicht, weil die Zeitung schreibt nur dann etwas, wenn etwas da ist, was die Leute interessiert. Und was interessiert die Leute? Die Leute interessiert, die Dinge sofort zu haben. Und weil wir eben eine solche Gesellschaft haben, schreibt die Zeitung auch nur von den Errungenschaften der Menschen. Die Zeitung würde niemals schreiben, was für einen langen Weg eine Person durchlaufen ist, um erfolgreich zu werden. Und Leute, wenn ihr erfolgreich werden wollt, egal in welchem Lebensbereich, ob das jetzt Business ist oder ob das eure Fitness ist oder ob das eure Beziehung ist oder was auch immer, dann müsst ihr verdammt nochmal diesen Prozess durchlaufen und könnt nicht dieses Ereignis erzwingen. Ja? Das Ereignis ist das Resultat eines Prozesses, den ihr durchlaufen seid, um dieses spezifische Ziel zu erreichen. Und der lässt sich nicht umgehen. Ja? Und das ist Erfolg. Erfolg ist das Ergebnis eines langen Prozesses, in dem man durchlaufen ist. So, und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann tu mir einen Gefallen, gib dem Video einen Daumen hoch bzw. like das Video und schreib mir einen Kommentar, was du darüber denkst, deine Meinung dazu, vielleicht auch nur, dass dir das Video gefallen hat. Wenn du weitere solche Videos haben willst, dann klick jetzt auf den Abonnieren-Button und abonniere den Channel bzw. like meine Facebook-Page. Und wenn du jetzt meine 4-Schritte-Erfolgsformel erfahren möchtest, mit der ich es vom damals 23-jährigen Fließbandarbeiter zum erfolgreichen Internetunternehmer geschafft habe und jetzt die Möglichkeit habe, im Februar nach San Diego zu fliegen und die Sonne zu genießen, dann klicke jetzt auf den Link unten in der Videobeschreibung und ich sende dir meine 4-Schritte-Erfolgsformel sofort vollkommen kostenlos per E-Mail zu. Also, klick jetzt auf den Link, schreib mir einen Kommentar, like das Video, abonniere den Channel und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute, ciao, dein Chris Steljes.